Umzug zu Rav Karcher und Feber Öl. Beide Namen sind ja inzwischen aus der Wirtschaftsgeschichte verschwunden. Und dann noch Kraftfahrzeuge der neueren Zeit mit den Windableitern und Gründung der Bundesliga noch in den 60er Jahren. Alemannia Aachen hier dargestellt. Die näherliegen Borussia Dortmund konnte ich leider nicht bieten. Und da war davor haben wir 1974 die Weltmeisterschaft in Deutschland, in Westdeutschland. Die DDR kam zur allgemeinen Provokation in einem Mercedes-Bus mit der Spalterflagge auf der Seite. Und das Schlimmste war, sie hat Westdeutschland in Hamburg mit 1:0 geschlagen. Und wer hat das Tor geschossen? Sparwasser. Richtig. Gut. Sparwasser hat das Tor geschossen, aber es hat uns am letzten nicht hindern können, doch noch, ich glaube, im Endspiel Holland zu besiegen. 2:1, wenn ich mich recht entsinne. Wissen Sie das auch? 2:1, 1:0 Holland, Elfmeter, 1:1 Elfmeter Deutschland und dann 2:1 Gerd Müller. Genau, Gerd Müller. Und hier sehen wir dann noch einen schweren Mercedes und davor steht der Bundeskanzler Kohl, der allerdings im Begriff ist zu stürzen. Ja, damit sind wir durch mit diesem etwas negativen Aspekt von dem Bundeskanzler jedenfalls. Damit wir einen ganz kurzen Überblick gegeben über das, was Sie hier sehen können. Es ist also immer versucht worden, etwas die Jahrzehnte parallel zu entwickeln, wobei die letzten Jahrzehnte, da bin ich etwas schwächer aufgestellt, habe ich nicht mehr so viel zu bieten. Das hängt vielleicht auch daran, dass damals die Entwicklung dynamischer war, insofern als mehr Änderungen waren in kurzen Zeiträumen. Und jetzt haben wir, was Automobile betrifft, eigentlich überwiegend Windkanalformen, die sind in Japan, in Korea, in China und in Deutschland und USA überall ähnlich. Was man noch bieten könnte, wäre dann die Zugentwicklung. Da hat sich einiges getan. Transrapid und die Schnellfahrzeuge, Französisch.